Amberger Gstanzl. Eine Geschichte aus dem Jahr 2000. Marktplatz mitten, Brunner baut, der Alte hat nimmer gut ausgeschaut. Es kommt die goldene Herbsteszeit, da wird der Brunnen eingeweiht. Der Metzger schaut zum Brunnen hin, das ist meine Chance, jetzt oder nie. Fragt im Bratwurststand Genehmigungsamt um Erlaubnis für sein Brautwürstelstand. Nun kriegt er die Standgenehmigung zur Brunnenfestverköstigung. Eine Brunnenbratwurst, Geschäftsidee, pro Stück 12 Euro, bitte schön. Bloß der Stand war so ein windiges Gehänge, braucht er ein Befestigungsgestänge. Na bohrt der Metzger in den Brunnenrand ein Löcherl für sein Bratwurststand. Fürs Löcherl, da hat er keine Erlaubnis gehabt. Kaputt macht Eigentum vor der Stadt. Hey Metzger, da zahlst feier Straf, bleib mit deinem Stand daheim schön brav. Ich bin zwar Metzger, doch nicht dumm, den Schaden zahlt die Versicherung. Beim Brunnenfest gab's andere gute Sachen, das kannst auch ohne Bratwürst machen.